Ja, wenn ihr Spaß an einem wirklich neuen Automodell habt, also nichts Modellgepflegtes oder Wiederbelebtes, dann bleibt einmal dran, hier habe ich genau ein schönes, spannendes Auto für euch. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video vom Blog der Autoblogger. Und ja, es gibt sie noch, die wirklich neuen Automodelle. Kein Facelift, keine Modellpflege, nichts wieder aufgewärmtes, ein richtig neues Modell. Und was es ist, habt ihr vielleicht schon gesehen, kommt hier aus dem Hause Skoda und ist der neue Skoda Scala. Ich habe ihn hier als 1,6 Liter Turbodiesel, sprich der 1,6 TDI mit 85 kW, umgerechnet 115 PS. Und diese Style-Ausstattung hier ist erweitert worden um das Dynamic-Paket und das Edition-Paket, so heißt es, glaube ich. Ich zeige euch gleich, was da alles drin steckt. Schönes Auto, bleibt dran, lohnt sich. Ja, größenmäßig präsentiert sich der Skoda Scala, ich will es mal so sagen, in einer Variante, in einer Form quasi so genauso groß wie der Octavia. Deutlich größer als der Fabia, eine ganze Ecke kleiner als der Skoda Superb. Und vom Innenraum her, ich habe den Wagen ein paar Jahre als Firmenwagen gehabt, kommt er mir sehr an den Octavia ran. Andere Karosserieform, aber eben auch ähnliche Bauteile wie die aktuellen Modelle hat er auf jeden Fall. Also alles in allem schöner Wiedererkennungswert. Skoda hat jetzt hier bei diesem Wagen komplett aktuelle Technik eingesetzt. Wir haben Full LED an dem Auto, wir haben Abstandsassistenten, wir haben ACC, wir haben wirklich alles an Komfortassistenten und auch Sicherheitsassistenten, was wir haben möchten. Und alles in allem, ich bin jetzt knappe 1000 Kilometer mit dem Kollegen gefahren, ein super angenehm zu fahrendes Auto, viel Durchzug von unten, ordentliche Endgeschwindigkeit und das Ganze mit einem super interessanten Verbrauch. Ich habe auf den 1000 Kilometern irgendwas 4,1 Liter auf 100 Kilometer Diesel gebraucht. Ich lache mich jedes Mal kaputt und das Auto ist auf der Autobahn flott mitgefahren, also nicht irgendwie langsam hinter dem LKW her. Was das Auto euch noch alles bietet, zeige ich euch gleich. Wie gesagt, einfach dranbleiben. Ja, nachdem wir einen Blick auf den Skoda Scala von vorne geworfen haben, jetzt hier einmal einen Blick auf die Seite. Ihr seht die Silhouette schon. Für mich ist das also, ich würde fast sagen, so eine Art Shooting Brake Silhouette. Kein Stufenheck, kein Fließheck, kein richtiger Kombi, so ein Mix daraus, sehr gelungener Mix und für mich also irgendwie eher die Form von einem Shooting Brake. Yo. Die Länge vom Skoda Scala, 4,36 Meter von vorne bis hinten, Breite ohne Spiegel 1,80 Meter, mit Spiegeln habt ihr glaube ich knapp diese 2,10 Meter erreicht, dass ihr in Baustellen auf den linken Spuren nicht mehr fahren dürft. Da bitte eben aufpassen.
Und die Höhe bei dem Auto liegt bei 1,50 Meter, wobei hier auf irgendwelche Dacherhöhungen, sprich eine Haifischantenne oder eine Dachreling und dergleichen, völlig verzichtet wird. Also ein sehr gefälliges, schönes, glattes Dach, was eben hier auch noch bei dem Modell mit dieser Dynamic-Ausstattung in Schwarz gehalten ist und ein Glasdach beinhaltet. Könnt ihr aber nicht aufmachen, das Dach. Was haben wir vergessen? Radstand 2,65 Meter, also da ein klassisches Maß, was wir so in dem C-Segment haben, sind wir auf einem völlig üblichen Weg. Und alles in allem, der Wagen ist halt ein bisschen größer, sage ich mal, als so ein klassisches C-Segment. Er bietet nach meiner Meinung auch mehr Platz als der aktuelle Golf 7 und ist alles in allem so halt auch für einen Daily Driver, der wirklich jeden Tag damit Kilometer machen möchte, oder für die Frau mit Kindern und Schule und was da alles ist, ein sehr interessantes Auto. Jetzt gucken wir gleich von hinten noch einmal drauf und dann geht es auch schon an den Innenraum vom Skoda Scala. Jo, Skoda verlässt mit dem Scala wirklich schon ausgetretene Pfade in Sachen Design. Also es gibt viele Sachen, was die Tschechen jetzt hier anders machen als bei ihren bisherigen Modellen. Ich fange mal beim Heckdesign mit der Lichtsignatur an. Wir kennen es bei Skoda, dass quasi die Lichtsignatur im Grunde immer so ein nach innen geklammertes C war, auf der anderen Seite entgegengesetzt. Ist hier jetzt schon wieder komplett anders. Wir haben hier quasi einen waagrechten Strich, der hier so ein nach unten, schräg unten führendes Lichtelement hat. Schon mal eine ganz andere Lichtsignatur. Dann ist das hier zum Beispiel der erste Skoda, der kein Markenlogo auf dem Heck hat. Ihr findet nirgendwo ein Markenlogo, sondern den ausgeschriebenen Markennamen Skoda hier hinten auf dem Heckdeckel. Mal ganz was anderes, weg von dem Logo. Ansonsten ist es hier hinten, ich sage es mal, nichts Außergewöhnliches, bis auf dieses in Anführungszeichen optisch heruntergezogene Glaselement, was von oben kommt und so ein bisschen so einen soften Schwung einleitet und eben diese Heckpartie doch sehr harmonisch macht, ich finde. Wir haben jetzt hier eine elektrisch öffnende Heckklappe dran und können hier einen Blick in den Kofferraum werfen. Muss mal ganz schnell gucken. Wir haben hier Kofferraumvolumen von 467 Liter in der Standardkonfiguration als Fünfsitzer. Ich habe jetzt hier den doppelten Ladeboden oben gelassen. Hier ist quasi, ich zeige es euch gleich mal im Detail, hier ist dann quasi nochmal der Ladeboden, der nach unten verändert werden kann, um auf die 467 Liter zu kommen. Wenn ihr alles umklappt und nach vorne ladet, könnt ihr als VDA-Messung, sprich bis Fensterkante, 1410 Liter einladen. Und das ist schon eine ganz schöne Menge für so ein Anführungszeichen kleines Auto. So, dann noch mal ein paar Details hier zu dem Bereich Kofferraum. Simply Clever haben wir im Grunde auch hier, so will ich es mal benennen. Als Beispiel haben wir hier im Kofferraum diese Top-Tether-Ringe, wo ihr also bestimmte Kindersitze festmachen könnt, mit so Kunststoffhaken abgedeckt. Ganz simple Lösung, ist aber wirklich gut gemacht. Ihr könnt hier zum Beispiel, ich habe mal eben meinen Zollstock als Veranschaulichung, einen Regenschirm drauflegen oder irgendwas Langes, was ihr dabei habt. Wir haben natürlich 1, 2, 3, 4 Verzurösen hier hinten. Wir haben die üblichen Haken, um Taschen aufzuhängen. Wir haben hier hinten eine 12-Volt-Steckdose. Hier ist als Zubehör eine Kunststoffmatte drin. Die ist relativ rutschig, also die sieht schnell versaut aus. Das Auto war neu quasi hier. Mein Trolley ist da viermal drin gewesen. Das Ding sieht aus, als wenn sie 100 Jahre alt wäre. Das ist von der Optik her nicht ganz so toll. Natürlich eine schöne Lösung, wenn ihr mit Hunden oder irgendwelchen Matschgeschichten hier hinten zu tun habt. So, dann wollen wir einmal hier drunter gucken. Hier ist ein Griff, um quasi diesen Laderaumboden hochzumachen. Darunter ist quasi nochmal die Möglichkeit, entweder was abzulegen und den Laderaum hochzulassen oder das Ding rauszunehmen. Und ihr habt dadurch eben die Vergrößerung vom Ladebogen. Sollen wir noch einmal hier auf die Ladekantenhöhe gucken. Ich mache mal meinen Zollstock auf vier Elemente raus. Jetzt hier einmal schaue, haben wir eine Ladekantenhöhe von 67 cm und das ist völlig okay. Also ich denke, da können auch kleinere Menschen ihr Ladegut schnell und ohne sich einen Rücken zu verbiegen einladen. Ja, eins habe ich noch vergessen. Hier in der Gepäckraumabdeckung, in der Laderaumabdeckung hat Skoda so ein Netz von innen eingebracht.
coole Lösung, um mal eben so Kleinigkeiten hier hinten in diesem Netz festzumachen. Das geht fast über die ganze Breite und kann also, ich sag mal, für Mützen, Handschuhe, Jacken, weiches Zeug, Lappen hervorragend genutzt werden. So, nach dem Blick von außen und des Kofferraums werfen wir jetzt mal einen Blick hier in den Skoda Scala. Fängt gerade fürchterlich an zu regnen. Muss mich beeilen, dass mir die Kamera nicht absäuft. So sitzt es sich hier im Skoda Scala. Was richtig, richtig gut ist, sind die Sitze. Das sind wirklich schön konturierte, mit einer ordentlichen Seitenführung versehene Sportsitze. Die sind Bestandteil, da ist noch ein bisschen Dreck, in dem Dynamic-Paket. Bucht es dazu. Es ist wirklich schön. Es bringt euch von außen ein paar schwarze Applikationen. Das ist vielleicht nicht ganz so heiß. Die Sitze sind super. Und ihr habt eben auch, muss eben selber nachgucken, ich habe es glatt vergessen, Dynamic-Paket bringt euch mit, jetzt habt ihr mich richtig erwischt, Sportsitze, genau, Multifunktionslenkrad und eben hier diese Edelstahlpedale und das sieht alles in allem schon ein bisschen knackiger aus. So, Sitzposition, wie in jedem Skoda, sehr vertraut, sehr übersichtlich nach vorne, zur Seite ist es schön, nach hinten. Durch die Seitenfenster ist es auch noch okay. Der Blick durch die Heckscheibe ist wie immer ein Krampf. Ihr habt halt nur so eine kleine Luke, wo ihr durchgucken könnt. Wird aber durch die Rückfahrkamera natürlich komplett entschärft. Zumal ihr hinten auch Park Distance Control habt. Also da gibt es auch keine Probleme. Was sehr, sehr schön ist natürlich auch, dass viel Licht im Auto durch dieses große Glasdach. Aber wie gesagt, Glasdach. Nicht zum Aufstellen oder Zurückfahren, wirklich nur, um Licht ins Auto zu bringen. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht, weil mit der Klimaanlage, wir haben 2-Zonen-Klimaautomatik hier drin, könnt ihr das Auto so temperieren, wie ihr es haben möchtet. Jo, Platzangebot auch völlig in Ordnung, also Sitz ist für mich wieder eingestellt, ich habe die richtigen Winkel, ich komme gut ins Auto rein, das ist alles so, wie man es eben von so einem Hersteller wie Skoda erwartet, richtig, richtig vertraut und gut. Jetzt gucken wir einmal, wie es hinten aussieht, mein Sitz bleibt auf die 1,76 eingestellt und wir gucken mal, was in Sachen Kniefreiheit und Wohngefühl auf der Rückbank tut. Dann lasst uns doch mal schauen, wie es hier hinten im Skoda Scala aussieht. Also, erster Eindruck ist schon gut. Eine super schön weit zu öffnende Türe. Ein großer Ausschnitt hier unten, wo man mit den Füßen quasi durch muss. Das ist schon mal richtig gut gemacht. Machen wir einmal zu, weil der Wind ganz schön pfeift. Und lassen das mal hier hinten auf uns wirken. Kopfstütze ein bisschen hoch, dass er nicht drückt. Und alles in allem macht das einen sehr angenehmen Eindruck. Sitzposition hier hinten, ich sag mal die Seitenführung, die sich von den Sitzen vorne so andeutet, geht im Grunde hier hinten ein bisschen weiter, ist nicht so schön gemacht wie vorne. Klar ist ja kein Sportkombi, aber man hat schon ein Gefühl, als wenn man gut im Sitz sitzen würde. Rückenlehne vom Winkel auch völlig in Ordnung. Wir haben hier elektrische Fensterheber. Wir haben... Ah, Quatsch, Kniefreiheit habe ich vergessen. Kniefreiheit. Sitz ist also auf meine 1,76 eingestellt. Und wenn ich jetzt hier so sitze, von meiner Kniescheibe sind es gute 17 cm, will ich mal sagen, bis hinter den Sitz. Das heißt also, wenn so ein Zwerg wie ich hier vorne sitze, 1,76, und hier hinten ein großer Kerl sitzt, das sollte ohne Probleme passen. Da wird sich keiner beklagen. Also es ist wirklich schön. Die Höhe hier oben ist natürlich durch das Glasdach noch ein bisschen getoppt. Sind gute 8 cm. Wenn wir das Rollo zumachen, gehen, ich denke mal, 1,5-2 cm raus. Aber sollte auch für einen großen Kerl immer noch ausreichend sein. Wir haben hier hinten LED-Leseleuchten. Auf der linken, auf der rechten Seite. Hier ist nichts. In der Mitte haben wir zwei USB-C Schnittstellen, da sage ich auch vorne noch einen Satz zu, also für Smartphone und dergleichen. Eine Mittelarmlehne haben wir jetzt hier nicht verbaut im Auto. Isofix ist klar, wir haben hinter beiden Sitzen Taschen, um Magazine, Spielzeug, iPad reinzubringen und natürlich eine relativ spezielle Optik. Diese Sportsitze haben so einen zentralen Gurtdurchgang, falls den Wagen irgendeiner mit Hosenträgergurten fahren möchte, wäre das quasi für ihn hier die Einladung dazu. Also alles in allem schön gemacht. Was ich gerade sehe hier
an den Seiten des Vordersitzes, sowohl Beifahrer als auch Fahrer, ist an der Seite nochmal eine Tasche. Das heißt, da könnte man auch noch von hier hinten irgendwie was reinstecken. Ich denke mal, ein Smartphone oder was Flaches könnte da gut reinpassen. Also alles in allem wirklich sehr, sehr schön gemacht hier hinten. Dieser dunkle Stoff wirkt auch sehr wertig, ist schön abgesteppt hier mit so einem Karo-Muster. Da hat Skoda wirklich ein schönes Interieur geliefert. So, jetzt geht es als nächstes mit der Handkamera vorne rein und wir gucken einmal, was vorne Sache ist. Ja, jetzt geht es hier mit der Handkamera in den Skoda Scala hinein. Ich mache mal die Tür direkt zu, dass wir quasi hier auf dem Zentraldisplay die Informationen nicht von der Tür blockiert bekommen. Ich fange mal wie immer hier links an. Ganz normal auf der linken Seite alles zur Steuerung der Fenster, Kindersicherung, Spiegelverstellung, alles bekannt, alles vertraut. Hier dann haben wir hier unten den Lichtschalter. Tempomat ist hier natürlich ein bisschen, kann ich gar nicht zeigen mit der Kamera, doch hier unten. Ein zweiter Bedienhebel auf der linken Seite. Ist ein bisschen fummelig, muss man sich einmal dran gewöhnen, dann ist es völlig okay. Dafür ist das Lenkrad eben sehr übersichtlich und absolut nicht überfrachtet. Lautstärkeregelung, Sprachsteuerung, Bedienung in dem Menü. Hier drüben wird das Zentraldisplay mit angesteuert. Hier habt ihr andere Ansichten für das Zentraldisplay. Ihr könnt in dem Zentraldisplay hier mit navigieren. Damit geht ihr einen Schritt zurück. Easy peasy, super intuitiv. Instrumente. Ich mache den Wagen mal an. Wir haben jetzt hier einen 6-Gang-Schalter. Und piept das jetzt? Irgendeiner piept, weil der Gang drin war. Okay. So, auskuppeln kann ich. Zwei klassische Rundinstrumente, schön übersichtlich mit dem Leuchtdekor abgebildet, wirklich auch im Dunkeln sehr angenehm. In der Mitte das Zentraldisplay, da kann ich wie gesagt durch Druck auf diese Taste mir die Ansichten ändern, kann jetzt hier zum Beispiel die Assistenten durchschalten, kann den Lane Assist rausnehmen. Der hat mich ein paar Mal blöd geärgert, obwohl ich die Hände am Lenkrad hatte, war er am Meckern, nimm die Hände ans Lenkrad, sonst schalte ich mich ab. Also das war irgendwie ein bisschen doof, aber alles in allem auch gut gemacht. Dann durch den Dreh hier an dem Rädchen, da kann ich hier verschiedene Anzeigen ändern. Was ich eben da alles habe, die Fahrzeit heute Morgen nur ein paar Minuten, Reichweite muss bald tanken, 4,1 Liter, jetzt hier heute Morgen ab Start, war nur ein paar Meter. Wenn ich auf das Rädchen hier nochmal drauf drücke, ändert sich die Anzeige. Ich habe die Langzeitanzeige, ist jetzt hier komischerweise auf 4,2 hoch oder eben ab tanken 4 Liter. Die Tage hatte ich eine 3,6 da drauf stehen. Also auf jeden Fall ein sehr sparsamer Motor. Drehzahlmesser auf der rechten Seite, Tankanzeige darunter. Das ist im Grunde auch alles kein Hexenwerk. Dann haben wir hier Infotainment-Navigationssystem. Das ist jetzt hier schon ein bisschen kontroverser, möchte ich mal sagen, weil wir haben kein natives Navi mit an Bord. Hier bei dem Auto ist es so konfiguriert, dass ihr wirklich nur über euer Smartphone, in dem Fall hier mein iPhone, über, hier ist der Hinweis auf die Apps, darüber die Navigation vom Smartphone habt. Finde ich, muss man wollen. Was ich aber überhaupt nicht verstehe ist, hier ist jetzt dieser Wagen, okay, der hat eine Ladeschale für induktives Laden, das ist schön. Für mein iPhone ist es leider kein Thema. Aber was ich nicht verstehe ist, wir haben jetzt hier wieder zwei Schnittstellen für USB-C. So, und mit dem klassischen USB-Stecker, hier, haben wir da nichts zu suchen, da funktioniert nicht. Das heißt, der Kunde muss schon wieder losgehen, entweder ein Kabel, er hat ein passendes Kabel, oder er muss mit so einem Adapter, gut, der kostet nur ein paar Euro, aber ihr habt wieder einen Aufwand, ihr müsst irgendwas machen, um überhaupt eine Navigation zu bekommen. Und das fand ich, also ich habe es bei der ersten Fahrt gemerkt, bin in Mediamarkt gerannt, habe mir so einen Adapter geholt. Das fand ich auf der ersten Fahrt ein bisschen doof. Jo. Ansonsten hier drunter Klimakonsole, relativ abgespeckt, also da ist wirklich nicht viel zu gucken. Zwei Zonen Klimaautomatik, Sitzheizung, das ist relativ übersichtlich, aber
ich finde es trotzdem schön. Dann haben wir hier ganz normal Schalthebel. Hier drunter auch nur zwei Knöpfe in der Belegung. Ihr könnt einen Drive Mode einschalten. Da geht es dann hier los. Normal, Sport, Individual oder Eco. Ich bin die ganze Zeit auf Normal gefahren und das war völlig in Ordnung. Also das ist, ich sag mal, kein Rennauto. Es ist ein Daily Driver und das ist in dem Normal wirklich, wirklich sehr angenehm. Jo, vom Dekor noch ein Satz. Wir haben jetzt hier so eine Kunststoffbeplankung, die so ein, ich weiß nicht, ob man sehen kann, genau, die ist so ein bisschen gemustert mit so einem Pünktchenmuster. Das sieht alles in allem ganz schick aus. Und was ich eben sehr begrüße, ist, man hat hier nicht die Fingertapsen. Und die Fingertapsen haben wir dafür auf diesem relativ spiegelnden Display. Also man kann auch halt hier über eine Touch-Funktion das Ganze durchschalten. Das finde ich halt immer ein bisschen doof, wenn das halt so eine hochglänzende Oberfläche ist. Was gut ist, die beiden Hard-Button, also Beifahrer kann man eben schnell Lautstärke rausmachen, das Ganze ein-ausschalten, Sender suchen, wie auch immer, ist viel besser, als wenn jetzt hier nur über irgendwelche Soft-Button das Ganze zu bedienen wäre. Jo, das war es im Grunde von hier vorne. Moderationszettel liegt auf dem Beifahrersitz, Zollstock ist noch da unten. So sieht der Skoda Scala quasi von hier innen aus. Da ist dieser schöne Sportsitz. Hier oben haben wir das Glasdach. Also alles in allem ein sehr erwachsenes, ordentliches Auto mit einem bewährten Motor. Da macht man gar nicht viel falsch. Ja, nach dem Blick mit der Handkamera auf den Skoda Scala können wir auch schon im Grunde schnell das Fazit machen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt ein bisschen flott gemacht alles, weil das Wetter mir nur ein kurzes, trockenes Fenster, glaube ich, gibt. Und ich habe mich gerade hier hinten ins Nasse gesetzt. Ja, herrlich. Also, Skoda Scala. Endlich mal ein komplett neues Modell. Kein aufgeweichtes Auto, kein modellgepflegtes Auto, nichts irgendwie nach 20 Jahren wiederbelebtes, unterm anderen Label aufgeworfenes. Einfach mal ein neues Modell und richtig schön. Diese Karosserieform, ich habe sie eben als Shooting Brake bezeichnet, aber bleibe ich. Es ist kein Kombi, es ist kein Fließheck. Stufenhecklimousine erst recht nicht. Ich will ihn mal hier als Shooting Brake bezeichnen. Gefällt mir richtig gut. Moderner Auftritt, aktuelle Technik, vorne komplett LED, hinten komplett LED. Ich habe jede Menge Sachen auf meinem Zettel noch stehen. Schön ausgestattet auch in Sachen Assistenten. Wir haben Fußgängererkennung, Notbremsassistenten, Fahrspurassistent, der den Wagen auch wieder zurücklenkt. Wir haben wirklich alles drin, Spurwechsel und was habe ich alles schon gesagt. Also wirklich alles, was man haben möchte. Wirklich gut. Sehr schön konfiguriert ist der Wagen, wie ich finde, jetzt hier. Er hat von Skoda bekommen das Dynamic-Paket und das Emotion-Paket. Ich habe, glaube ich, eben am Anfang einmal Edition-Paket gesagt, ist natürlich falsch, sondern es heißt einmal Dynamic und einmal Emotion. Die Pakete bringen euch, wie ich eben auch schon sagte, Dynamic-Paket, Sportsitze, Multifunktionslenkrad und Pedale und von außen ein bisschen schwarzen Shishi. Ganz schick, kostet schlanke 489 Euro extra. Solltet ihr allein wegen der Sitze schon investieren. Als nächstes ist dann das Emotion-Paket. Das hat das Dach, das Glasdach oben hat auch noch ein paar Designelemente und hat auch diese nach unten gezogene Heckscheibe, was auch von der Optik hier wirklich schön aussieht. Durch das Glasdach ist es leider relativ teuer, dieses Paket liegt bei 1330 Euro. Wo wir gerade eben so schön hier über die ganzen Preise sprechen, der Wagen fängt an, also ein Skoda Scala Style als Basis, 1,6 Liter TDI mit 85 kW, das sind 115 PS, fängt der Wagen an bei 26.350 Euro. Da habt ihr schon ein Auto, was euch, wenn ihr einen längeren Weg zur Arbeit habt, tippitoppi zur Arbeit bringt. Sehr sparsamer Motor, schöne Fahrleistungen. Wir haben einen Drehmoment von 250 Newtonmeter, eine Maximalgeschwindigkeit von 201 Kilometer und knapp über 10 Sekunden braucht ihr von 0 auf 100. Also wirklich ein knackig, adäquat zu fahrendes Auto.
Preise habe ich gesagt, 26.350 mit den ganzen Extras, die jetzt hier drin sind, ist der Preis ganz schön nach oben geschossen. Wir haben jetzt hier 34.274 Euro. Ob man den Wagen mit allen Extras, wie er jetzt hier von Skoda quasi konfiguriert wurde, so braucht, müsst ihr selbst entscheiden. Aber alles in allem ein toller Einstieg in die Marke Skoda mit einem Auto im C-Segment, ein bisschen größer als das C-Segment, möchte ich mal sagen. Und auch für Familien, die jetzt nicht riesen Urlaubsfahrten mit Gelumpe und Gepäck machen, eventuell eine Alternative. Ich sag mal, zwei Erwachsene, ein Kind sollte klappen, mit zwei Kindern und Gepäck wird es schon wieder eng. Aber wie gesagt, alles in allem positiv überraschendes Auto, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich weiß, ich habe irgendwas vergessen, genau. Wir haben 12, ihr könnt aus 12 Farben könnt ihr auswählen, also 12 Außenfarben bietet Skoda an, zum Teil Normallackierungen, zum Teil Metallic Perleffekt Lackierungen. Da sind auch dann die Kosten, je nachdem vom Aufpreis natürlich unterschiedlich. Wir haben 3 Ausstattungsstufen, wie immer bei Skoda im Grunde, fängt mit dem Active, mit der Active Ausstattung an, dann geht es auf die Ambition, also Ambition Ausstattung, und als oberstes die Style Ausstattung, und das kennen wir ja schon vom Skoda Kodiaq und den anderen Autos, die wir im Kanal hatten. Alles in allem immer schöne Pakete mit vielen cleveren Extras drin. Jo, das soll es gewesen sein. Wenn ihr noch kein Abo für den Kanal gemacht habt, macht es, schaut mal drauf, guckt auch in die bisher gedrehten Videos. Wir haben also, ich glaube, knapp 150 Videos hier im Kanal. Da ist viel, viel bei. Ich gebe ehrliche Meinungen wieder. Wenn mir ein Auto nicht gefällt, wenn ich Sachen finde, die nicht funktionieren, die nicht gut sind, haue ich mit dem Knüppel drauf, gibt immer krasse Kommentare von der Fan-Community, ist mir aber egal, weil ich bin der Meinung, muss angesprochen werden, und wer damit nicht leben kann, mir egal. Jo, das soll es gewesen sein, ich mache den Deckel zu, ich gucke, dass ich noch trocken nach Hause komme, ohne großen Regen und die Kamera nicht voll läuft. Ich bedanke mich für eure Zeit, bis dahin, euer Olli.